Ich rede heute über beständige Sünden. Und es gibt zwei Bedeutungen für dieses Wort. Und in Bezug auf Sünde sind beide zutreffend. Eine Möglichkeit, es zu definieren, ist unaufhörlich, kontinuierlich oder hartnäckig, wie wir gestern gehört haben. Die andere Definition ist hart, unbiegsam, streng, unbarmherzig und unversöhnlich. Beide können sich auf Sünde beziehen, aber ich möchte mich auf die erste Definition konzentrieren, einen kontinuierlichen, andauernden Kampf, wie ich es sagen möchte. Waren wir einmal in einer Situation, wenn wir unser Bestes versucht haben, ein bestimmtes Ergebnis zu vermeiden, aber egal was wir taten, es führte doch dazu, zu sündigen. Ja, selbstverständlich haben wir das alles erlebt. Dies kann sich oft darauf beziehen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wie steht es mit derselben Sünde, die wir immer und immer wieder begehen? Es könnte jede Art von Sünde sein. Denken Sie daran, eine Sünde ist eine Sünde in Gottes Augen, eine Übertretung des Gesetzes. Wie es in Jakobus 2, Vers 10 bis 11 heißt, denn wir in einem Punkt stolpern, sind wir an allem schuldig. Selbst wenn wir eine bestimmte Sünde als weniger wichtig als die anderen empfinden. Und es gibt eine Person, die oft mit der gleichen Sache gekämpft hat. Er erkannte sie, betete darüber und hat immer noch gesündigt. Römer Kapitel 7. Und Vers 14, fangen wir an, Römer Kapitel 7, in Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tu nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Liebe? Und das fragen wir manchmal. Das ist nur eine Antwort. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nur Gott. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Warum sündigen wir ständig mit den Dingen, die wir mit am meisten bekämpfen? Wir wissen, dass es falsch ist, aber wir tun es trotzdem. Es gibt zwei Gesetze, die wir hier sehen. Das Gesetz der Sünde
an das Gesetz Gottes. Welchem Gesetz werden wir folgen? Ja, vielleicht die berühmteste Schriftstelle in der Bibel, die die ganze Welt kennt und die oft zitiert wird, ist Johannes 3, 16. Diese Schriftstelle sehen wir überall. Auf Webseiten, auf Protestschildern, bei Streiks, ja, bestimmt beim Lufthansa da, wo wir jetzt gleich fliegen, in Werbungen und so weiter. Hier ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Menschen, die das richtige Verständnis nicht haben, wenn sie die Schriften lesen, und denen, die es haben. Sie lesen es und es geht direkt über ihren Kopf hinweg, weil sie nicht verstehen, was der Vers tatsächlich sagt. Zum Beispiel, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das lesen kann. Johannes 3, 16. Das kennen wir bestimmt alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Okay, fertig. Das ist alles, was wir wissen brauchen. Ja? Das Problem ist, wir müssen das Gesetz tun. Und was heißt das? Täter des Gesetzes sein. Jakobus, Kapitel 1 und Vers 22 bis 26. Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinen Tat. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Sünde ist auf ähnliche Weise zu sehen. Viele erkennen nicht, dass das, was sie tun, eine Sünde ist. Und sie denken, dass das Gesetz abgeschafft worden ist und dass sie daher die Gebote nicht halten müssen. Aber das ist eine Sünde. In Bezug auf die Welt, sie weiß es einfach nicht besser. Ihr Verständnis ist verschlossen. Und nur einer kann ihren Sinn öffnen. Wir müssen unsere sündigen Haltung entgegenwirken und sie durch gute Frucht ersetzen. Nicht nur das, unser sündiges Verhalten könnte sich auf andere ausbreiten und sie betreffen. Wie ein Stapel von Äpfeln. Wenn Sie einen schlechten Apfel unter Ihnen haben und Sie ihn nicht sofort wegschmeißen, beginnt er, die Fäulnis auf andere zu übertragen. Oder wie ein wenig Sauerteig den ganzen Leib durchsäuert. Das gleiche gilt für einen Baum, der keine Früchte trägt. Was werden wir damit machen? Matthäus Kapitel 3, Vers 10. Matthäus Kapitel 3 und Vers 10. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir müssen uns immer erst selbst anschauen,
und sicherstellen, dass wir nicht sündigen, bevor wir andere beschuldigen, das Gleiche zu tun. Einfach zu sagen, schwer zu machen. Wir müssen uns über unsere Sünden mehr und mehr bewusst werden und wir mögen einen Wachruf in unserem Leben erhalten, wenn wir wissen, dass Gott mit uns arbeitet. Viele von uns gingen durch so etwas zum Zeitpunkt unserer Berufung, direkt vor der Taufe und vielleicht gleich danach. Gott will, dass wir nicht scheitern. Er prüft uns, um zu sehen, wie wir reagieren. Werden wir erfolgreich sein? Nur weil wir durch Prüfungen gehen, bedeutet nicht unbedingt, dass wir etwas falsch machen. Aber es ist ein Lern- und ein Wachstumsprozess, der unseren Charakter formt, um uns in zukünftige, vollkommene Wesen verwandeln zu können. Was ist es, was wir versuchen zu erreichen? Jakobus Kapitel 1 und Vers 12 bis 16. Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die an Festungen duldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gezeigt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine liebe Brüder. Wenn wir etwas tun, das wir nicht tun sollen, und wir wissen auch, dass es falsch ist, aber entscheiden uns, es zu ignorieren, dann mag Gott uns etwas durch bestimmte Probleme erklären, die er geschehen lässt oder bringt, um uns aufzuwecken. Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Kapitel 5 und Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die er geduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott erlaubte, dass Hiob durch enorme, riesige Prüfungen ging, aber diese Prüfungen hatten einen bestimmten Zweck, wie auch unsere Prüfungen haben einen bestimmten Zweck. Der Grund war, Hiob zu helfen, vollkommener und besser zu werden. Er hat schon gedacht, dass er besser war. Aber Gott hat es nicht so gesehen. Wenn wir durch Probleme gehen, dann müssen wir über diese Probleme beten, Gott unsere Sünden bekennen, um Vergebung bitten und auch um die Kraft zu überwinden. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9 und 10. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Schon wieder zwei Möglichkeiten.
Und jetzt 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesus an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Dinge geschehen uns und wir mögen die Gründe nicht kennen. Aber wir müssen vorsichtig sein, nicht zu sündigen, wenn wir oft geprüft werden. Allerdings sollten wir nicht aufgeben und immer auf Gott schauen. 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 11 sagt: Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht allezeit. Und in 1. Korinther, Kapitel 10, in Vers 13 lesen wir: Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Es gab einige Menschen, die immer wieder gesündigt haben, die es erkannten und Gottes Kraft brauchten, um überwinden zu können. Als die Prüfungen schwieriger wurden und sie wussten, dass sie die Sache nicht in ihre eigenen Hände nehmen konnten, verließen sie sich auf Gott. Dazu gehörte auch Vertrauen und Glaube, dass Gott ihnen helfen würde. David zum Beispiel in 1. Samuel, Kapitel 30, in Vers 6. Habe ich schon viel von David gehört und wir werden noch mehr von ihm hören. Zu 1. Samuel, Kapitel 30, in Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Gott war der Einzige, der ihm helfen könnte. Hat auch gedacht, dass er sehr ganz allein vielleicht war, manchmal. Aber er wusste auch, dass er nicht allein war, weil Gott immer da war. Auch in Joshua, Kapitel 1, und Vers 9. Joshua, Kapitel 9, Kapitel 1, und Vers 9. Sehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, lass dir nicht grauen und ersetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Gottes Verheißung an Joshua, wenn er seine Gesetze hielte. Auch Petrus, haben wir schon auch von ihm gehört, über ihn gehört. In 1. Petrus, Kapitel 4, und Vers 11.
Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch Gottes Geist wurde er stark. Und es war die einzige Möglichkeit für ihn. Auch Paulus, 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 17 und 18. 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So würde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus war auch überzeugt, dass er es schaffen würde. Und wir sollten in gleicher Weise denken. Deshalb sind die Beispiele hier in der Bibel für uns auch. Wie wir weiter mit den Sünden kämpfen, sollten wir voll Trost wissen, dass wir nicht allein sind. Dass das Volk Gottes durch die gleichen Anfechtungen ging, ja sogar diejenigen, die in Gottes Reich sein werden. Wichtig ist, dass sie ihre Sünden erkannt und bereut haben. Und das ist ein Grund, warum sie das Reich ererben werden. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn wir mit irgendetwas kämpfen, was immer es ist, müssen wir überwinden und siegreich werden. Ja, wir mögen immer und immer wieder stolpern und hinfallen, aber der Schlüssel ist, nicht am Boden liegen, zu bleiben und aufzugeben, sondern gleich wieder aufzustehen. Und mit Gottes Hilfe kann es geschehen. Paulus unter vielen wusste das, und doch gab es nur einen Weg zum Erfolg. Römer Kapitel 8 und Vers 2 bis 9. Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinem Sohn und der Gestalt des sündigen Fleisches und um die Sünden willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die, die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn das Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Dann auch in Vers 12 bis 17. Vers 12, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen,
Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtiges Geist empfangen, dass ihr auch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir den mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erloben werden. Er hat nicht dies alles nur für sich selbst geschrieben, sondern für andere wie Sie und mich, sodass wir auch erlangen können, was unser höchstes Ziel ist. Das ist, im Reich Gottes zu sein. Aber es ist nicht einfach. Wir müssen verstehen, wer der Urheber der Verwirrung ist, wer der Betrüger ist, wer der Herrscher dieser Welt ist. Verstehen Sie, was unser Auftrag ist, was unser Ziel ist? Schauen Sie, was alles seit dem letzten Jahr passiert ist. Schauen Sie, wie schnell sich die Dinge hier in Europa verändert haben. Was bringt die nahe Zukunft mit den bevorstehenden Wahlen hier und dort drüben in den USA? Wenn wir Gott verantwortlich reinsetzen, schreibt Google Übersetzung. Aber ich wollte so sagen, wenn wir Gott verantwortlich Positionen geben und zu welchem Zweck, sodass die Dinge wieder besser werden. Ist es das, was die Bibel prophezeit? Nun, wir in der Kirche kennen die Antwort auf diese Fragen. Und die Bibel macht es deutlich. Und wir haben Literatur und Predigten und Programme darüber, was die Zukunft von Europa und Amerika und anderen englischsprachigen Nationen angeht und auch im Hinblick auf die Verantwortung, die Gott seine endzeitlichen Kirche gegeben hat. Matthäus 24, Vers 22 befiehlt uns, zu wachen und aufpassen. Und das ist genau das, was wir tun sollten. Zu beobachten und auch Warnungen zu geben, was kommen wird. Dann habe ich noch eine Frage. Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir schon bereit? Oder geben wir uns Ablenkungen hin? Es gibt viele Ablenkungen, die uns beeinflussen können. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. So wichtig ist das. Hier sind einige Ablenkungen, die wir erkennen müssen. Menschen. Was wir glauben. Was Menschen glauben. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns nicht zu viel engagieren, wenn es um Menschen und ihren Glauben geht. Es bringt nicht viel Gutes und erzeugt sehr oft nur Argumente. Gott ist derjenige, der jemanden berufen muss und zu versuchen, jemanden zu bekehren, wie einen Freund oder ein Familienmitglied, kann mehr Schaden als Nutzen erzeugen. Das haben wir schon erlebt, habe ich schon gehört, habe ich auch versucht. Es geht nicht. Nicht nur das, sie können auch dasselbe mit uns machen, wenn sie zu einer anderen Religion gehören und versuchen, uns zu ihrem Glauben zu bekehren. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn es um materielle Dinge geht, dass man in
Büchern findet, auf dem Internet findet und auch was im Fernsehen sehen, vor allem insofern, als es Prophezeiung betrifft und das verfälscht, was die Bibel sagt. Wenn wir uns zu sehr emotional. Ach, jetzt wird es schwierig, dieser Zeitpunkt jetzt. Ja, oh ja, okay. Emotional engagieren können auch wir beginnen, so zu denken und immer mehr und mehr das zu glauben, was der Mensch sagt und nicht das, was Gott sagt. Denken Sie daran, was nicht von Gott ist, ist die andere Seite, das ist von Satan. Feiertage, noch eine andere hier, die können eine Ablenkung sein, weil viele von ihnen gottlos sind und die Menschen haben ihre wahre Bedeutung bedreht, indem sie ein unschuldiger Spaß zu sein scheinen. Sie haben auch keine biblische Bedeutung. Stattdessen hat der Mensch Gottes heilige Tage mit menschlichen Feiertagen ersetzt und sich heidnische Anbetung ergeben, die Gott verbietet. Und er sagt uns, dass wir ihn nicht in der Art und Weise verehren sollen, wie die Heiden ihre Götter verehrt haben. Und auch nicht heidnische Praktiken in unsere Anbetung übernehmen sollen. 5. Mose, Kapitel 12. Und Vers 29 bis 31. Hier lesen wir: Wenn der Herr, dein Gott, von dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es angenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind von dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst: Wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ebenso will auch ich es tun. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn einen Greueln ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Und dann auch in nächster Vers, Kapitel 13. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Das ist nicht von Gott. Dann lesen wir weiter in 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 20. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch den bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch den Herrn teilhaben und am Tisch den bösen Geister. Das sind immer zwei Möglichkeiten. Was Gutes ist und was Böses ist. Sind wir manchmal abgelenkt, wenn oder während wir auch beten? Vielleicht beginnen unsere Gedanken zu wandern und wir denken über all die Dinge nach, über die wir beten könnten, und verlieren dabei total unseren Gedankengang. Wie oft beten wir? Beten wir genug? Sind wir zu beschäftigt in unserem Leben und geben wir uns mit anderen Dingen ab, sodass wir den Wert des Gebets
vernachlässigen. Es ist wichtig, wie wir beten und über was wir beten. Gott fordert uns auf, zu bitten, und es wird uns gegeben, wenn es nach seinem Willen ist. Da müssen wir auch aufpassen. Wenn wir beten, dass wir im Lotto gewinnen, und Gott hat uns diesen Wunsch nicht gewährt, dann gibt es offensichtlich einen Grund, warum er es nicht zulassen würde. Weil er besser weiß als wir, was für uns gut ist und was nicht. Nun habe ich noch nicht kein Lotto gewonnen. Und da ist ein Grund. Und wie ich schon erwähnt habe, Paulus ist ein gutes Beispiel für jemanden, der ständig mit Ablenkungen konfrontiert war, die ihn dann auch zu unerbittlichen und beständigen Sünden verführten. Aber er merkte es und hat es überwunden. Ja, es gibt viele andere Ablenkungen, die uns auch verschiedene Art beeinflussen könnten, wie zum Beispiel unsere Arbeitsplätze, Sozialmedien, Medien wie Facebook, Gesellschaft und Kultur, Beziehungen, Technologie, Unterhaltungen, materielle Dinge, Geld, unser Gewissen. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber wir brauchen einen richtigen Ansatz und die richtige Balance, wie wir diese Dinge handhaben müssen. In der Tat gibt es auch viele Sachen, die uns ablenken können, sodass wir den klaren Durchblick verlieren. Gott will, dass wir bereit sind, und er will, dass wir unsere Schwächen überwinden, sowie die Ablenkungen, die uns Satan bringt. Wir wissen, dass Satan uns in jeder Hinsicht versuchen wird, aber wir wissen auch, dass wir jedes Hindernis überwinden können, mit dem wir konfrontiert werden, da es nichts gibt, das für uns zu schwierig ist. Nehmen Sie es persönlich. Gott hat uns auf einem Grund berufen. Er hat jetzt einen Zweck für uns. Und wir müssen verstehen, dass wir möglicherweise die Rückkehr von Christus verzögern könnten, wenn wir nicht treu sein Werk unterstützen und wenn wir uns selbst untreu werden, wenn wir nicht das tun, was wir tun müssen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 4 bis 9. Anfangen Vers 4. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geschuld und Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zu Buße finde.
Dann Vers 14. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und tadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihren eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verwirrt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Heilens Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Ich glaube, dass wir ein interessantes Jahr vor uns haben. Und wir sind in der Tat dem Ende immer und immer näher. Und wir werden weiter geprüft und mehr getestet werden, um zu sehen, wie stark wir im Glauben sind. So einfach kann es nicht sein, aber so einfach kann es auch sein. Satan weiß, wo wir verwundbar sind, deshalb müssen wir jederzeit wachsam sein. Und Gott weiß, er weiß alles, dass wir erfolgreich sein werden, wenn wir ihm gehorchen. Diejenigen von uns, die aus dieser Welt herausgerufen wurden, die nach dem Gesetz Gottes leben und seine befohlenen Sabbate und Feiertage beobachten, können dabei Prüfungen in jedweder Größenordnung erwarten, uns auf jedwede Weise zu beeinflussen, vor allem während der Tage des ungesäuerten Brotes, wo die Sünde uns umgibt. Gott erlaubt diese verschiedenen Prüfungen nicht, damit wir Unvollkommenen bleiben, sondern damit wir immer mehr Vollkommenen werden. Aus diesem Grund sind wir aufgefordert, uns zu überprüfen, wie es in 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 27 bis 31 heißt, um sicherzustellen, dass wir das Passa in unwürdiger Weise nicht nehmen. Ich wollte mal sehen, wer hier... Das war auch eine Prüfung für euch alle. Nee, wie wir das Passa nicht in unwürdiger Weise nehmen. Das ist auch von Google Übersetzung. Dies ist nicht negativ zu sehen, sondern wir müssen uns betrachten, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Unsere Selbstuntersuchung sollte feststellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass Christus tatsächlich in uns lebt. Und wenn während der Prüfung ein Christ herausfindet, dass er in einigen Aspekten gefehlt hat, muss er dies bereuen. Er muss Gott um Vergebung bitten. Er muss sich anstrengen, es besser zu machen. Und zugleich muss er verstehen, dass es mit Gottes Hilfe tun kann und er auch vollkommener werden wird. Einziger Weg. Unsere kostenlose Broschüre Gottes heiligen Jahresfeste spricht genau über das. Wenn Sie das nicht noch gelesen haben, dann bitte lesen Sie es. Und wenn Sie das gelesen haben, bitte lesen Sie es schon wieder. Wir werden nicht getestet, damit wir versagen, sondern Gott prüft uns mit der Erwartung des Erfolgs. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 6 und 7.
1. Petrus Kapitel 1 und Vers 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Die Prüfungen, die wir ertragen müssen, ist zu unserem Nutzen, vor allem während des Passa und der Jahreszeit der Tage der ungesäuerten Brote. Und wir könnten erwarten, dass diese Prüfungen andauern, vor allem mit all den Ablenkungen, die uns diese Welt anbietet. Wir werden Prüfungen im Hinblick auf solche Dinge haben, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Und Gott schaut uns an, um zu sehen, wie wir reagieren werden, wie wir die Situation handhaben werden. Und wir werden von Zeit zu Zeit hinfallen, vor allem während den ersten Phasen einer Prüfung. Aber kennen wir unsere eigenen Handlungen während einer Prüfung? Stellen wir uns selbst auf die Probe und akzeptieren wir die Tatsache, dass wir es besser machen müssen, wenn wir uns in Gottes Augen als würdig erweisen wollen? Nun, das Leid, das wir erleben, ist ein wertvoller Teil von Gottes Plan. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 10. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Das war nicht die richtige Stelle. Das hat auch gut gepasst. 1. Petrus Kapitel 1. Und Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll. Das habe ich schon gelesen. Aber ich lese nochmal. Traurige Zeit in mancherlei Anfechtungen, damit eure Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Die Prüfungen, die wir ertragen müssen, ist zu unserem Nutzen. Ich habe jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Okay. Ja, es war schon richtig, was ich vorher gelesen habe. Okay. Wir sollten uns nicht im ersten Moment als besiegt erklären, wenn eine Prüfung gerade erst begonnen hat. Denn Gott sagt uns, dass wir nicht über unser Vermögen versucht oder geprüft werden, da er immer bei uns ist, uns hilft, einen Ausweg zeigt und da er die Zuversicht hat, dass wir siegen werden, wie wir in 1. Korinther 10, Vers 13 gelesen haben. Wenn wir das glauben, dann werden wir in der Lage sein, unsere Prüfungen zu bestehen und die Absicht Gottes für uns zu erfüllen.